Hallo, hier ist der Tino von Alpha Shooters und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Alex hat mir hier nämlich was mitgebracht. Ja, und zwar etwas ganz Besonderes von Unique Alpine, und zwar eine Nordland. Das Besondere ist bei der Nordland-Reihe, dass diese sowohl für jagdliche als auch für sportliche Zwecke konfiguriert werden kann. Hier vor uns haben wir jetzt eine sportliche Variante mit einem taktischen Zielfernrohr, einem langen Lauf, und zwar im Kaliber 6,5 Creedmoor. Hört sich interessant an. Was gibt es denn so für Kaliber? Also wir haben vier Kaliber. Das ist einmal 243 Winchester, 6,5x47 Lapua, 6,5 Creedmoor und dann die 308. Und das ist halt das Schöne daran, man kann es sich halt in Anführungsstrichen passend für die eigenen Zwecke zusammenpuzzeln. Was haben wir hier für Lauflängen? Hier haben wir vier verschiedene Lauflängen, also du kannst bis zu 26 Zoll Läufe dir aussuchen für deine Konfiguration und natürlich, wie es halt auch modern ist, hier vorne unter der Überwurfmutter ein passendes Gewinde für einen Silencer. Okay. So, du hast ja heute auch geschossen, denke ich mal. Was hast du so für Erfahrungen gesammelt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin super zufrieden mit dieser Konfiguration. Vor allem, wir haben ja auch hier das Kaliber 6,5 Creedmoor, was ja in den letzten Jahren wirklich nach oben gekommen ist, von Hornady entwickelt. Eigentlich für den Long-Range-Schützen erfreut sich dieses Kaliber natürlich auch vor allem bei Jägern zunehmender Beliebtheit. Wobei in dieser Konfiguration von Unique Alpine ist es halt sportlich vorgesehen. Wir haben es auf 100 Meter geschossen, wir haben es auf 300 Meter geschossen. Und man merkt einfach auch, du hast eine flachere Flugbahn in diesem Kaliber und es ist auch weniger windanfällig. Also du hast mehr Stabilität, womit dann auch der ambitionierte Long-Range-Schütze auch mal lang auf die lange Distanz hinlangen kann. Mhm. Was stehen noch für Kaliber zur Verfügung? Das sind 243 Winchester, wobei das Kaliber ist mehr ein Jagdkaliber, so für Rehwild. Dann haben wir noch 6,5x47 Lapua. Hat man da so das Problem, es gibt nicht sehr viel Fabrikmunition für. Und natürlich dann noch den Klassiker 308, sowohl sportlich als auch jagdlich einsetzbar. Mhm. Und was würdest du empfehlen? Unique Alpine bietet halt eben an, dass man sich quasi seine eigene Nordland so zusammenstellen kann. Wir haben jetzt hier eine sportliche Version, da würde ich wirklich 6,5 Creedmoor empfehlen. Oder eben auch die 308, weil es gibt ja auch die Traditionalisten, die halt auf ihre 308 schwören. Für eine jagdliche Kombination würde ich, ja, kommt darauf an, was ich halt schießen will. Entweder, wie gesagt, wenn ich nur auf Rehwild gehen will, halt eine 243 empfehlen. Oder zum Beispiel, ich schwöre jagdlich ganz auf die 308. Schön, hört sich interessant an, ja. Ja, ist auch eine tolle Waffe, also ich kann es jedem nur empfehlen, es mal so ausprobieren. Und vor allem, Leute, ihr könnt euch die Waffe so zusammenstellen, wie ihr wollt. Und das finde ich wirklich richtig gut.